Hallo Strategie- und Taktikfreunde. Im heutigen Video geht es dem Elite-Gegner in Vertrus an den Kragen. Und zwar ist das Oberst Alexa Gratan. Ich zeige euch, wo ihr die Gute findet und wie ihr den gar ausmacht. Bleibt also dran. Wir schnappen uns jetzt den nächsten Boss, also den nächsten Elite-Gegner. Und zwar in der Provinz Vertrus befindet sich unsere Gegnerin. Das wäre in dem Fall Oberst Alexa Gratan. Und ja, die Belohnung ist ganz nice. Sie ist hier zu finden, am Kronensymbol zu erkennen. Hier haben wir Marheim, damit ihr eine Orientierung habt, wo ihr hin müsst. Und ja, ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal runter. Ich habe da schon was vorbereitet. Und zwar einen Kletterhaken gesetzt, weil ansonsten kommt man da nicht runter. So, jetzt sind wir unten. Hier unten sacken wir erstmal alles ein, was es einzusacken gibt. Bei der Leiche müsste eigentlich ein Wissensbuch sein. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob ich das hier nicht schon geplündert habe. Beziehungsweise bei diesem Lager. Ah, Fertigkeitsbeherrschung. Das ist auch nice. Was könnten wir denn hochleveln? Das ist nicht schlecht. Okay. Auch nicht übel. Ja, das machen wir nach dem Kampf. Da müssen wir in Ruhe drüber nachdenken, was wir da nehmen. Ich würde sagen, wir greifen die Tante jetzt erstmal an. Sollte eigentlich keine große Schwierigkeit werden, da der Großteil der Truppe Stufe 7 ist, beziehungsweise Stufe 6 der Rest, und die Ausrüstung so gut ist, wie sie zu dem Zeitpunkt nur sein kann. Also von daher denke ich mal, das kriegen wir hin. Ich habe jetzt nicht so wirklich den Plan, was ihre Sonderfähigkeit ist. Deswegen halten wir erstmal unsere Glaskanonen ein bisschen zurück. Und fangen am besten erstmal mit einem Tank an. Aber wir platzieren natürlich ein bisschen anders, so dass wir einfach optimaler da rankommen. Wie weit? Ne, das ist eine doofe Platzierung. Das ist auch nicht schön. Naja, hilft alles nichts. Obwohl, wir könnten so tauschen. Wir schicken erstmal ihn vor. So. Jetzt hat er sozusagen die Bindung aufgebaut, könnte man sagen. Und damit der Gute den Angriff auch überlebt, gehen wir mal auf Schutz. Und währenddessen können wir ja schon fröhlichst in den Rücken prügeln. Die ist natürlich heftig gerüstet. Über 300 Rüstung und 370 Trefferpunkte. War enorm,
Allerdings teilen wir auch enorm gut aus. Meine Jungs und Mädels sind halt schon gut geskillt und auch gut ausgerüstet und das zahlt sich jetzt aus. Schießen wir mal in den Rücken. Ja, lächerlicher Schaden. Ja, dank Schutz stehen wir gut da. Wir werden sie mal anfällig machen. Sehr gut. Und jetzt kriegt sie Bärenflanken. Waren jetzt nicht so großartig. Jetzt ist leider unser Bär das Hauptziel geworden. Nun gut, müssen wir so hinnehmen. Hier bringen wir uns in Position für die nächste Runde, dass wir da dann auch mal angreifen können. Der Schlamm verhindert das ein bisschen. Hier das Gleiche. Okay, ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Unser Speerkämpfer. Der kämpft aus der zweiten Reihe. Sehr gut. Jawohl, das war die Rüstung. Jetzt machen wir regulär Damage. Und ziehen uns zurück, um Platz zu machen für die nächste Angriffswelle. Bin mir nicht sicher, ob ich hier safe treffe. Ja, doch. Naja, der Schaden ist übersichtlich. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Nee. Das war ja unsere Fähigkeit. Unser Bär hat sich ein bisschen regeneriert. Ich muss mich an den Skill noch ein bisschen gewöhnen. So, hier werden wir jetzt auf jeden Fall mal richtig reinschmettern. Ja, das ist schon mal okay. Auch sehr okay. Ja. Gefällt mir. Wir haben insgesamt richtig gut rausgehauen. Und jetzt machen wir mit unserem Waldläufer den Deckel drauf. Fast. Ja, nun. Da stehen wir drüber. Macht keinen Sinn, die noch zu ziehen. Bis die da sind, ist das Thema eh erledigt. Ja, ich gönne die Freude. So, jetzt wäre es trotzdem schön, wenn mal einer unserer Chars dran wäre, der auch angreifen kann. Wunderbar. Der Kampf war eigentlich zu leicht. Jetzt haben wir ein bisschen Gold. Wir bekommen eine Axt. Stufe 6. Erfordert aktuell Stufe 5. Ist aufwertbar. Sollten wir dann also auch aufwerten. Ist nicht übel. Müssen wir dann im Kampf ausprobieren, inwieweit die Axt wirklich rockt. Aber das war auf jeden Fall der Elite-Boss aus Vertruse. Jetzt geht's nur noch zurück in die nächste Kneipe. Und da heißt es dann die Belohnung einkassieren. Die 620 Talerchen. Und dann passt das. Ein wenig unterhalten. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar da. Schreibt mir rein, was ihr von dem Video haltet oder wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen, Anregungen auch sehr gerne gesehen.
Ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen und natürlich auch über ein Abo, denn damit würdet ihr den Kanal wirklich nach vorne bringen. Und jetzt werde ich euch auch noch eine Playlist einblenden, die findet ihr da oben. Diese Playlist zu Wartales umfasst alle Videos zu Wartales, die ich bisher gemacht habe und alle Videos, die noch kommen. Und ich kann euch sagen, da sind noch einige in der Pipeline. Schaut da unbedingt mal rein. Wir sehen uns im nächsten Video.